Ist nicht ganz klar, welche Rolle der erste FC Saarbrücken in dieser Saison spielen wird. Gestern Abend, das ist die schiere Freude, wenn man in der Nachspielzeit noch unerwartet 3 Punkte holt. Und so sieht dann zugleich die Enttäuschung aus. Die Bielefelder Spieler und Fans, die feierten gestern Abend den 3:2 Last-Minute-Erfolg ihres Teams gegen den ersten FC Saarbrücken. Aber die Spieler und der Trainer des ersten FC Saarbrücken, die können das Ganze hoch erhobenen Hauptes verlassen, diesen Platz, denn sie haben gut gespielt, müssen sich aber mal mit der Tatsache auseinandersetzen, dass so ein Spiel auch 93 Minuten dauert. Der Schockzustand, er war nach Spielende förmlich mit Händen zu greifen. Fußball kann brutal sein und fragt nicht danach, ob ein Ergebnis gerecht oder ungerecht ist. Der FCS hatte nach großem Kampf eigentlich ein Remis in der Tasche, aber bringt sich selbst um den sicher geglaubten Punkt. Nachspielzeit, 93. Minute, es steht 2:2. Irgendwie glauben wohl alle, da wird nichts mehr anbrennen. Falsch gedacht. Fabian Klos wird zu diesem Zeitpunkt zum Mann des Abends. Und Jürgen Luginger muss mit ansehen, wie seine Mannschaft vom dreifachen Torschützen gedemütigt und bis ins Mark getroffen wird. Es ist ein Spiel, das sie nie hätten verlieren dürfen. Ich kann nicht mehr in Worte fassen. Also ich meine, wir rennen hier in der Halbzeit an. Ich glaube, wir sind in der zweiten Halbzeit drückend überlegen, kämpfen, machen alles, belohnen uns zum Schluss, wo du eigentlich denkst, jetzt müssen wir es doch haben. Und zum Schluss ja, kriegen wir den Ball nicht los. Die stehen mit 2 Leuten frei im 16er da. Sind wir selber schuld. Doch der Reihe nach. Der FCS beginnt mit 2 Änderungen gegenüber dem Osnabrück-Spiel. Adam Straith und Marcel Sögler ersetzen Kohler und Eggert. Die Saarländer kontrollieren die Partie von Beginn an, doch die erste Chance hat Bielefeld. Pascal, Testro, spektakulär. Diese Szene der Ostwestfalen zwar schön anzuschauen, aber außer dieser Einzelaktion hat der FCS die Gastgeber im Griff. Und selbst viel Platz im Mittelfeld. Kruse, schön steil gespielt auf Kevin Meek. Dann kommt Haier, angerauscht und geht zu Boden. 11 Meter für Saarbrücken. Apia trifft Haier am Knöchel und nicht den Ball. Klare Entscheidung, keine Diskussion. Früher hat Stefan Sieger die Strafstöße meist getreten. Diesmal übernimmt Uwuk Özdemir und trifft. 28. Minute, Saarbrücken liegt schon wieder 1:0 vorne. Letzte Saison hatten sie hier sogar mit 4:0 gewonnen. 4 Minuten später. Ein verlorenes Kopfballduell ist Ausgangspunkt für den 2. Angriff der Bielefelder. Plötzlich ist Fabian Klos frei. Und trifft. Fabian Klos, der bullige Mittelstürmer der Arminia, mit dem Ausgleich. Lerandi, Meek und Stegerer bekommen keinen Zugriff. Aber den trifft er natürlich auch optimal. Jürgen Luginger dennoch entspannt zu diesem Zeitpunkt. Denn sein Team reagiert nicht geschockt, versucht gleich wieder nachzulegen. Kruse mit dem Kopfball. Also der FCS ist da, wo die Musik spielt, nämlich im Strafraum des Gegners, versteckt sich nichts. Aber es sind die kleinen Unkonzentriertheiten, die den Ausschlag geben. Kevin Meek, der Defensivmann, verliert das Spielgerät und das hat Folgen. Wieder ist die linke Seite frei und wieder klingelt's. Fabian Klos zum 2. Mal erfolgreich, nur 6 Minuten nach dem Ausgleich. Kevin Meek mit dem Rückpassversuch, der misslingt. Und dann behält Testro die Übersicht und schickt Klos auf die Reise. Enver Marina kann nur noch zuschauen. Die Arminia 2:1 vorne. Eher schmeichelhaft dieses Zwischenergebnis für das Team von Stefan Krämer. Aber wer fragt schon danach? Saarbrücken im 2. Abschnitt mit noch mehr Offensivgeist. Wieder ist es Kruse. Tim Kruse. Ja, wenn Stürmer wie Ziemer, Lauchs oder Stiefler verletzt sind, dann müssen eben die Mittelfeldleute ran.
Luginger reagiert, bringt Eggert und Dausend, um den Ausgleich irgendwie noch zu erzwingen. Die Schlussminute. Noch einmal Saarbrücken mit dem Standard. Sökler abgefälscht und nur knapp vorbei. Das hätte es schon sein können. Die anschließende Ecke. Kruse. Und es ist vollbracht. Auf der Bank gibt's kein Halten mehr. Endlich der Ausgleich. Und das jetzt irgendwie über die Zeit retten. Die Mannschaft braucht im Moment durch die fehlenden Offensivkräfte jeden, der annähernd torgefährlich ist. Und Kruse beweist, wie wichtig er für dieses Team ist. Und dann die Szene, die allen wohl mehr als eine schlaflose Nacht bescheren wird. Einfach nur rausschlagen muss eigentlich die Devise sein. Stattdessen geht man halbherzig zu Werke und wird bestraft. Heute kann man ja eigentlich keinen Vorwurf machen. Ja, sie haben alles gemacht, gut Fußball gespielt auch. Ja. Wir hatten am Anfang schon sehr gute Möglichkeiten. Da haben wir den Ball zu schnell verloren. Ja. Da hätte man noch ruhiger spielen müssen. Aber bis zum Schluss gefeitet, Ausgleich gemacht. Dann ein bisschen die Cleverness einfach, das Ding nach Hause zu fahren. War nur 2 Minuten zu spielen. Ja, und das haben wir heute leider nicht verstanden. Ja. Man hat es, glaube ich, jetzt in allen 3 Spielen gesehen. Es fehlt noch die Cleverness. Müssen noch ein bisschen abgezockter sein. Von mir aus gehen wir heute wieder mit einem 2-2 nach Hause. Ja. Muss nicht immer ein Sieg sein. Ich glaube, in Bielefeld ein 2-2, da brauchen wir uns nicht schämen. Jetzt haben wir verloren. Jetzt müssen wir gucken, dass wir alle wieder nach vorne schauen. Und am Dienstag geht es weiter gegen Aachen. Also, 2. Niederlage in Folge für den 1. FC Saarbrücken. Der Trainer hat es gesagt, das Positive mitnehmen und frisch werden für das schwere Heimspiel dann am kommenden Dienstag.